frisches Gemüse ab Garten oder mit fein schmeckenden Kräutchen das Essen verfeinern, das ist ein Traum von vielen. Und aus dem Grund tun sich immer mehr Leute ein Hochbeet zu, weiss Miriam Graf vom Garten 10. Mai in Dürnten. Einfach weil der Platz relativ kleiner wird, es werden immer mehr Hochhäuser, mehr Balkonplätze vor allem. Und die jüngeren Generationen können sich den Garten eigentlich gar nicht mehr leisten. Und genau insofern ist das Hochbeet die richtige Lösung. Weil der Platz aber begrenzt ist, können die Hobbygärtner und die Hobbygärtnerinnen nicht alles anpflanzen. Aber trotzdem gibt es so viele Gemüsesorten zur Auswahl. Kann man auch relativ viel setzen. Also wir haben hier auch Salat oder eben auch Kräutchen kann man reinnehmen. Es gibt auch Tomaten, die nicht allzu hoch werden. Die nennen sich klassischerweise Balkontomaten. Auf Sachen gehen, die flachwurzelnd sind oder nicht viel Wurzeln machen. Wie das Radiesli geht auch oder man kann auch mal Zwiebeln setzen. Dass Bienenli und Schmetterling auch nichts davon haben, soll man zwischen Böllen und Radiesli aber auch Blumen setzen. Von den verschiedenen Hochbeeten und den Blumen gehen wir aber zu der Erde. Weil bei dieser gibt es auch verschiedene Arten. Die meisten Pflanzen lieben eher halt lockere Erde, damit sie gut anwurzeln können. Wir haben die leichte, die heisst so bei uns. Das ist wirklich, wie es halt einfach auch sagt, sehr lockere, leichte Erde. Man kann aber auch gut mit einer Balkonerde arbeiten, die auch relativ leicht ist. Wenn man die gewünschten Pflanzen und Erde hat, geht es dann ans Setzen und Pflegen des Hochbeets. Und natürlich auch ums Geniessen von derselben angebauten Gemüsesorten.